Wenn ich die Wunde in Fantasy Grounds eintrage, dann habe ich ja automatisch die negativen Genau, Effekte. Muss ich den dann. wenn du sie, du kannst sie für einen Kampf ignorieren. Wenn du aus dem Kampf rausgehst, kannst du sie nicht mehr ignorieren. Okay. Dann trägst du sie ein. So, irgendwelche Zauber. Er lässt sich Zeit. Er ist ein Drache, er ist eingebildet und er weiß, dass er euch besiegt. Initiative nur 13. Spaßig, Plus 3 sind 16. Ich habe keinen Vorbruch-Token. Ich nehme mir einfach mal hier so einen Fleischgolem. Ignar ist raus. Der hat einen einzigen Schuss. Torgosch darf bestimmen, wann. Zielrichtung von ihm ist aber auch eingeschränkt. Zumindest so, wie er da liegt. 16 hast du gesagt. 13 plus, danke, genau, 13 plus 3 sind 16. Gut, Dracodan hat die Kugel hier hingerollt und für Dracodan würfel ich auch nochmal eine Initiative. Da muss ich gerade nochmal seine Werte mir angucken. Nein, hier stehen überhaupt keine Werte. Dann handhabe ich ihn als NPC der Qualität, denn die habe ich eingetragen. 7. Er greift sich seinen Stab, er kämpft mit einem Stab. 26. Ja, das sind die Q7, die ich jetzt eingetragen habe. 20er, 20er in die Basis, scheiße. Gut. Ja, wir fangen an. Und zwar müssen handeln Iolaus. Ich möchte vorziehen. Gut. Immer sprintet. Er hat Geschwindigkeit 9, also 27, bis nach hier oben. Er möchte gerne gleich hinter dem Baum. Ja, du saßt nicht auf ihm, sondern daneben, hast du angesagt. Genau, ich stand hier sozusagen hinter diesem Baumstumpf und habe dann gesehen, Scheiße, der kommt immer näher und habe mich jetzt entschlossen, Richtig. als Fernkämpfer einfach mal Reis auszunehmen. Gut, zwei Aktionen, du bist durch. Iolaus, 13. Ich aktiviere ein Gardianum gegen Dämonen aus dem Stab. Gegen Dämonen aus dem Stab. Das kostet dich eine Aktion. Nächste Aktion. Ich würde gerne einen neuen Arm Warte. aktivieren. Sorry. Also für mich nichts weiter. Dann verfällt sie. Isarun möchte vorziehen. Ganz genau. Ich möchte gern einen weiteren Armatrotz wirken. Ja, zwei Aktionen. Darfst du gerne würfeln, zaubern. Torgosch, 13. Ja, ich sprinte ein Stück unter den Flügel. Nur die anderen. Ja, dann, wir beide müssen die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Vielleicht können wir wenigstens verwunden. Das waren deine Aktionen, zusammen mit Sprache. Passt. Dann ist der Drache dran. Drache, guck mir gerade die Geschwindigkeit an. In der Luft ist sie höher, am Boden gar nicht so hoch. Er lässt sich Zeit. Ich kann ihn gerade mal. Ja, ich werde ihn weiterhin als Objekt handhaben, weil wenn ihr ihn dann anlauft, ansprintet, dann verschieben sich die Tokens ineinander. Das ist gerade nicht so schön, deswegen bleibt er weiterhin ein Objekt. Die 13 ist, die 16 ist durch. Vorbruch hat gehandelt, ist gelaufen. Jala. Ich schließe mich dann Torbosch an. Wo auch immer der hinrennen mag. Der ist schon gerannt. Er hat ja nur gesagt, wo er hingeht, wo er hinrennt. Oder was er tun will. Ja, ich renne ihm danach. Ja, dann bist du hier. Rest der Aktion verfällt. Ja, ich möchte reden, wenn ich dann ankomme. Ja, und was tun wir? Kämpfen. Gut, er kann dich mal antworten, er hat gerade schon gemacht, dann darfst du weiter warten, Er deine hat noch Aktion freie verfallen. Aktionen. Ja, dann darf er halt noch mit zwei freien Aktionen, darf er noch sechs Worte sprechen. Warte mal. Jetzt Drei, zählen. Scheiße, zwei, reicht nicht. Nein, mach ich nicht. eins. Gut, 3, 2, 1, weg. Isarun hat ein Gardianum gesprochen, Irma hat vorgezogen, Aha. Abelmir. Immer will noch eine freie Aktion ausgeben. Ja. Komm Für ich einen Schritt. über Hab noch diesen eine freie Schwanz? Aktion offen zum Ausweichen notfalls. Du willst über den Schwanz? Komm ich, ja genau, rüberhüpfen? Oder wie hoch ist denn der? Keine Ahnung. Athletik, einfache Athletikprobe. Nicht erschwert. Kostet dich aber eine Aktion. Dann kannst du Ja. rüber und dich bewegen. 8 Schritt. Ich würde mich hier bewegen. Also hinter den Drachenflügel stellen. Gut, dann seid ihr alle durch. Dracodan
beschützt die Kugel. Wird natürlich auch angreifen, wenn Vorbruch näher dran ist, aber der wird sich jetzt nicht so dumm zu einem Sturmangriff verleiten. Er ist kein Idiot. Nächste Kampfrunde. 13, Iolaos. 3, 2, 1. Ne, kann nichts mehr machen. Weiter. Torgosch. 3. Bei Angosch, wir kämpfen, wir sterben. Und dann versuche ich, den Drachen zu erblicken. Also mich zu orientieren. Ja, das gestehe ich dir zu. Der Drache ist mit den gebrochenen Flügeln. Normalerweise kannst du nicht vorbeigucken, aber dadurch, dass er so zerschunden ist, viele Stücke rausgerissen sind, kannst du ihn sehen. Sobald er auf dem Boden ist, greifen wir an. Das ist meine Aktion. Achso, er ist auf dem Boden. Er ist auf dem Boden. Er geht jetzt über diese Eispfütze. Also ist, wie gesagt, zugefroren. Er geht auf euch zu. Langsam. Ah, okay. Ja gut, aber ich bin fertig mit Reden. Okay. Aktion. Traut er sich noch nicht. Der Drache ist dran. Geht. Immer zieht vor. Ja. Immer will mit einer Aktion hier hintergehen. Das passt noch sehr genau. Da hat er ein paar Schritte übrig. Aber er steht sozusagen hinter diesem Baumstumpf. Das heißt, keine Line of Sight zum Drachen. Richtig. Und beginnt mit einer von zwei benötigten Aktionen diese Runde schon ein Acceleratus auf sich selber. Ja, eine Aktion? Eine von zwei benötigten Aktionen. Du bist ein Viertelzauberer. Du brauchst nichts sprechen, nichts tun. Er wirkt einfach, wenn er denn wirkt. Er wird nicht wirken, aber das werde ich jetzt nächste Runde merken, nachdem ich eine Aktion verbraucht habe. Ja, Schicksalspunkt? Ja, nein, vielleicht? Nein. Glück. Haben wir? Ich bin mir nicht ganz sicher. Heute hast du noch kein Glück benutzt, nein. Dann würde er sogar gelingen. Dann hält er Ewigkeiten. Glück ist raus. Gut, Ömer ist durch. Ömer hat davor gezogen. Der Drache geht. Geht schon. Drache fertig. Jala. Orientieren. Meine Initiative steigt auf 20. Mhm. Wie war deine Mindest-Ini? Was meinst du? Also, wie ist deine Basis-Initiative mit der Rüstung? 16 plus 2 von anderthalb Händler minus 4 von der Rüstung, also 14. 14 auf 6, okay, das war aber nur eben schlecht gewürfelt. Jalan hat sich orientiert für eine Aktion. Isarun. Das ist die dritte Aktion, danach ist der Armatrutz fertig. Gut. Dolore Defendea. Gewürfelt hattest du schon? Armatrutz? Oh, mhm. 16. Wie viele ASP hast du da reingeschickt? Wie hoch ist dein Rüstungsschutz? Ich habe jetzt 6 Punkte da reingeschmissen. Oh. Dann hast du einen Rüstungsschutz von 8 oder 10. Wie viel? 10. Boah. Aber es kostet auch sehr viel ASP. Ja, der wird halt verbilligt dadurch, dass man Pünktchen übrig behält. Genau, 36 minus 8. Und minus 1 vom Stab wahrscheinlich. Genau. Ömer hatte vorgezogen, Abelmir. Ich warte ab, bis der Drache näher kommt, dass ich da hochklettern kann und auf ihn von oben vielleicht attackieren könnte. Du kannst nicht weiter abwarten, wenn du jetzt nichts tust, dann verfällt deine Aktion. Dann verfällt die Aktion. Jalan hat noch eine Aktion. Kann ich mich hier unter diesem Flügel durchducken oder muss ich hier außen rumlaufen? Du musst dich, also du kannst dich da verstecken oder du kannst außen durch. Ich nicht, ich meine, ich dann bewege ich mich schon mal. Ja, mit hier rum. Ja, habe ich ja. Zum guten. Ich komme leider nur 4 Meter weit. Hier zur Flügelspitze. Das sind 4 Meter. Warum nur 4 Meter? Weil ich eine Geschwindigkeit von 4 habe. Ach so, na gut. Weil ich eine Plattenrüstung trage, Frosty. Viel Rüstungsschutz muss man auch mit irgendwas bezahlen. Da ist irgendwo der Fehler an dem System. Du bist also sehr langsam. Gut, Drakudan darf noch handeln. Er sieht, dass es jetzt keinen Sinn macht. Die Kugel liegt hier unter dem Flügel neben Migne. Dann muss er jetzt angreifen. Und wenn ihr ihn halt alleine lasst, dann stirbt jetzt dieser Q7 Hirsinnige weiter. Er rennt auf ihn zu. Das waren ja zwei, das war eine Aktion Position, zwei freie Aktionen, die er auf ihn zugeht. Und dann kann er noch mit dem Stab zuschlagen. Da schauen wir uns mal an. Ich habe einen Waffenmeister gebaut und er wird ihn benutzen. Er ist ein Q7 NPC und dementsprechend hat er auch einen Stabwaffenmeister. So. Wo ist ein Sturmangriff-Hammerschlag? Kombination.
So, er hat den. Ja, das ist super toll, dass ich den so gebaut habe. Den habe ich eigentlich gegen Jarlan gebaut. Betäubungsschlag minus 4, meisterliche Waffen. Das bringt ihm halt überhaupt nichts. Aber er hat sich das Manöver Hammerschlag erlaubt mit seinem Kampfstab. Darf er nur leider nicht gegen sehr große Gegner benutzen. Er wird trotzdem Hammer schlagen. Ja, den darf er nicht. Ich darf es nicht gegen Schilde benutzen. Darf ich es gegen sehr große Gegner nehmen? Nee, ne? Klar, warum nicht? Geht das? Sehr große Gegner sind keine Schilde. Du hast recht, ja. Dann Hammerschlag. Hammerschlag mit dem Kampfstab. Q7 NPC. Er ist neutral geskillt. Das ist einfach die 20. Mit einer Erleichterung von 1 ist das nur noch eine 13. Ja, das schafft er. Dann ein Hammerschlag ist nicht gegen sehr große Gegner möglich. Ja, weißt du Bescheid. Siehst du, okay. Dann ist es ein ganz normaler. Den hat er getroffen. Dann, ich hatte den Hammerschlag angesagt mit der Schwernis von 8. Dann gebe ich mir mal den Wuchtschlag plus 8. Ich hoffe, das ist okay. Dann macht er 19 TP. Ich muss mir gerade mal die Lebenspunkte von Vorbruch ansehen. Gut. Gut. Rüstungsschutz darf abgezogen werden. Was habe ich gesagt? 19, ne? Ja. 19 minus 7 sind immer noch 12. Kampfrunde 2 ist durch. Dritte Kampfrunde. Ich möchte vorziehen. Du möchtest vorziehen. Los. Ja, jetzt wo ich hier endlich mal einen Gegner in Sicht habe, sprinte ich an Iolaus vorbei. Ganze 12 Meter. Ich komme hier unten so ein bisschen zwischen Flügel und Drachenkopf erst einmal an. Denn weiter kann ich nicht. Gut, du bist gesprintet, du hast keine Aktion mehr? Wie verhalten sich meine drei Aktionen zur Bewegung? Ich würde sagen, ich habe noch eine, aber die kann ich nicht zum Bewegen benutzen. Du hast zwei freie Aktionen. Jetzt zwei freie Aktionen, darum geht's ja nicht. Ich habe eine anderthalb in drei Aktionen, aber ich habe jetzt mit zwei Aktionen gesprintet. Was tue ich mit der dritten? Kann ich mich mit der bewegen? Du hast nur drei Aktionen, wenn du die für Kampf benutzt, für Bewegung. Ja, genau, sag ich ja. Kann ich diese eine jetzt noch für den Kampf benutzen oder ist sie verfallen? Nein, kannst du nicht. Explizit nicht. Okay. Wir müssen das alles endlich mal aufschreiben. Im BHK geht's auch nicht. Weiter. Dann Iolaus. Erste Aktion, ich orientiere mich, um meine Initiative zu steigern. Auf. Bist du aufmerksam? Mein Maximalwert. Nee. Dann musst du zwei Aktionen aufwenden. Okay, zwei Aktionen. Initiative Basis auf 6. Dann stehen wir Idioten aus dem Guardianum draußen. Mir ist gerade aufgefallen. Ich hatte zwei weniger eigentlich, deswegen komme ich jetzt maximal auf 16. Kein Problem, Torgosch. Bei Angrosch tötet es. Er sagt das, als würde er uns gerade willentlich in unseren Tod schicken. Das tue ich auch. Torgosch ist fertig, der Drache ist dran. Möchte jemand vorziehen? Ich würde vorziehen und meinen Zaubertrank von Isarun reinkippen. Jetzt erst? Nee, ich hab's nicht geschnallt. Mit einer Fingerfertigkeitsprobe schaffst du das in zwei Aktionen, ansonsten kostet sowas vom Gürtel ziehen und trinken sechs Aktionen. Nee, der hat's mir gereicht, das ist eine Fiola. Ja, dann mach ihn auf mit der Fingerfertigkeitsprobe. Okay. Ja, ich würde dann auch gern vorziehen und ein bisschen vorlaufen, und zwar vor dem Iolaus und den so ein bisschen abschauen. So, eine Aktion von Abel mir weg. Isarun möchte... Wen möchtest du abschirmen? Iolaus? Den Iolaus, ja, der hat doch den Guardianum, oder nicht? Ja, ich hab den Guardianum laufen. Die will nicht mehr drinstehen. Guter Plan von uns. Guter Plan, Iolaus. Ja. Gut ausgeführt, muss man sagen. Ihr rennt raus. So, letzte Chance fürs Vorziehen, sonst ist Vorbruch drin. Kann ich. Ich will aber, ich kann nicht. Immer zieht vor. Die erste Aktion, seine Guardianum gelingt. Seine Initiative steigt auf 37. Zweite Aktion, der wird jetzt hier eine freie Aktion einen Schritt zur Seite machen, damit er sozusagen neben dem Baum steht, dass er schon wieder allein auf Seite und Drachen ist. Und er wird jetzt hier halt einen Pfeil auf der Sehne und wird sozusagen die zweite von zwei benötigten Aktionen zum Nachladen benutzen, da er jetzt eine Aktion weniger braucht zum Nachladen dank des Accelerators. Mhm. Und hat damit dann das Nachladen diese Kampfrunde beendet und kann dann nächste Kampfrunde was machen. Gut, Vorbruch ist dran. Er bleibt stehen, er hat jetzt Sicht auf Gegner. Und er hat drei Aktionen. Er benutzt eine für den Eisstrahl. Der wirkt wie ein Zorn der Elemente auf 21 Schritt. Das geht. Jarlan hat seine Aggro gezogen, weil Jarlan zweieinhalb Gegner getötet hat. 2W6 plus 12 TP in Jarlans Gesicht. Das ist nicht schön. Sind erstmal muss er, erstmal muss er treffen. Er trifft. Erstmal. Gut, gehen wir in der Zone. Also immer Torso, richtig? Ja.
Dann also, kriege ich 3 Punkte Schaden. Genau, alle 3 Kampfrunden kann Vorbruch eine Aktion aufgeben, um einen gezielten schmalen Eisstrahl auf ein 21 Schritt entferntes Ziel zu speien. Weißt du Bescheid. So, sind, hatte ich gesagt, 18 TP. Ja, 18 TP in die Brust, 15 Punkte Rüstung, kommen 3 durch, nächster bitte. Ja, warte. Wir gucken uns jetzt mal die Sekundärsachen von Eis an. Auch da. Ach ja, die hatten wir noch gar nicht. Da fehlt jetzt einmal lieber Kantiones. Frigifaxius. Nee, gibt's nicht, ich muss nach Igni suchen. Ja, genau, du musst den Inifaxius und dann die Sekundärsachen. Hier, Eis. Das Opfer erleidet nicht nur Schaden, sondern wird auch Körperwärme erzogen für jedes hier angerichtete TP an Punkt Erschöpfung. Bruchfaktor, Häufner und Lederner, bla bla bla, ist uns egal. Metallene Waffen, Schilde, Steigung 2 Punkte. Ist meine Waffe getroffen worden? Deine Waffe? Ja, war so. Der metallene Waffen? Ja, also du wirst getroffen und das ist ein metallener Gegenstand, also ja, klar. Leitet. Okay, dann höre ich mein Ding um 2 Punkte. Flaschen mit Flüssigkeiten können schockgefroren werden, allgemein verderben, bla bla bla. Ich nehme an, mein Teriak ist einfach extra gekühlt. Dein Teriak ist davon ausgenommen, ja, klar. Richtig, der ist extra gekühlt und mehr Flüssigkeiten habe ich nicht. Wie gesagt, du bekommst einen Punkt Erschöpfung. Bitte eintragen. Halte ich mit, wird aber erst ab 13 relevant. Gut, das war seine erste Aktion. Er benutzt eine Aktion für Krall und ja, noch eine. Er macht erstmal nur eine Aktion, Krallen. Ich muss gerade gucken, ihr seid noch nicht in Angriffsreichweite. Ne, dann macht er zweimal auf Drakodan. Der darf einmal Kralle, einmal Biss oder sowas machen. Das ist ja sozusagen so, dass er Kralle, Biss, Schwanzschlag, Flügelschlag auf die Leute entsprechend verteilen muss. Der Drache kann jede Runde Biss und Klauen gegen Gegner vor ihm und zusätzlich einen Schwanzschlag gegen einen Gegner seitlich oder hinter dem Gegner einsetzen. Ja. Richtig. Attacken können nur mit einem Schild, nicht aber mit Waffen pariert werden. Ausweichen ist möglich. Gut. Dann würfel ich jetzt einmal, zweimal Biss und Klauen. 16 und 14. Erster Biss. Entschuldigung, Moment. 1, 2. Beides gelungen. Dann macht er... Gib mir mal bitte die W6. Biss-Schaden ist 3 W6 plus 5. Ich kann nochmal versuchen auszuweichen. Das würde ich, glaube ich, auch tun mit Drakodan. Erstens sind 16 Schaden, wenn er da nicht ausweicht. Kann er den nicht gegenhalten? Großer Gegner. Große Gegner kannst du gegenhalten. Das sind sehr große Gegner da, ne? Ja. Ich glaube, die kannst du auch gegenhalten, aber das weiß ich nicht genau. Also er wäre ausgewichen oder hätte es gerne versucht, das schafft er nur leider nicht und dementsprechend dann kriegt er 15 und das zweite Mal weicht er raus. Das sind erstmal nur 15. Schauen wir mal gerade nach. Er kann eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Hab das hier alles eingetragen, damit ihr auch mal die Werte von ihm seht. Schafft er. Das sind die Werte von einem Q7. NPC. Gut, Drakodan kämpft gegen Phoboroch. Damit ist die 16 durch. Iolans hat das schon getan. Isarun hat sich bewegt. Abelmir hat getrunken. Yalan hat was gemacht. Drakodan. Ich bin gerannt. Drakodan hat auch noch nicht. Er ist einmal ausgewichen, zweimal ausgewichen. Hat er einen zweiten Angriff? Nee, hat er nicht. Gut, dann ist die nächste Kampfrunde dran, die Nummer 4. Ich würde gerne vorhin. Du möchtest vorziehen. Was möchtest du tun? Ich möchte nach vorne laufen. Mit einer Aktion. 7 Schritt. So dass ich so schön in der Mitte von denen bin und irgendwie alle mit meinem Guardianum abschirmen kann. Ihr seid alle viel zu weit weg. Du bist stehen geblieben. Ich gehe noch ein bisschen nach vorne, damit ich wenigstens die beiden erwische. Gut. Zweite Aktion. Ich aktiviere einen meiner Zauber. Welchen? Den Invercano. Was tut der Invercano? Der Invercano spiegelt einen Zauber und er hält jetzt 16 Kampfrunden lang, wenn ich ihn aktiviert habe, kann ich einen Zauber zurückwerfen. Muss er gegen dich gewirkt sein? Er muss gegen mich gewirkt sein und ich muss eine Infektionsprobe dafür schaffen. Dann kann ich einen zurückwerfen. Gut, dankeschön. Heißt, ich versuch den Drachen jetzt auf mich zu lenken irgendwie. Ja, schauen wir mal, ob dir das gelingt. Er ist natürlich auch kein Idiot, das ist ein Drache. Damit bist du durch. Torgosch, 13. Aber ich habe den Drachen nicht ausgesprochen. Der weiß nicht, dass ich ihn gewirkt habe. Bayangrosch! Angriff! Ich versuche, den Drachen mit einem gezielten Stich anzugreifen. Mhm.
eine Aktionposition? Oder machst du einen Sturmangriff? Nein, ja, nein, vielleicht. Ja, deswegen 8 Punkte Erschwernis. Wenn er mehr Rüstung hat als das Überhabe, dann treffe ich nicht. Seine Rüstung. Zielst du auf was Bestimmtes? Nein, ich möchte den Drache treffen. Gut. Seine normale Rüstung ist 7. Dann 7 halbe sind 4. Sind 4. Nee, schaffe ich nicht. Dann stichst du zu. Er kann einmal mit seinen Zähnen in deine Lanze hineinbeißen, in deinen Speer. Gibt da so ein kurzes Raufen. Kannst du deine Waffe wieder zurückziehen und dann zuckt sein Kopf nach vorne. Er beißt einmal dich. Verdammt! So, dann mache ich den Biss auf dich. Ja, das ist gelungen. Du darfst ausweichen. Du darfst nicht berühren. Darf ich überhaupt noch ausweichen? Ich meine, ich bin jetzt eine Aktion gelaufen, eine Aktion angegriffen. Freies Ausweichen. Ist er schwert um? Moment, sein Biss ist auf HNS, also du hast auf S angegriffen, dann ist er auch auf S. Ich glaube, das ist eine Ausweichenprobe plus 1. Bin mir nicht ganz sicher. Würfel mal ausweichen. Auf S müsste es plus 1 sein, ja. Hoffnung. Schade. 3W6 plus 5. Rüstungsschutz darfst du abziehen. Kannst du gerne mal würfeln. Und dann 3W6. Wo du gebissen wirst. Ja. Dann kommt's die Klauen. Am Schildarm, das geht sogar noch. Klauen auf Drakodan. Auch das schafft er. Sind nur 1W6 plus 6. Sind 12 TP für Drakodan, wenn er nicht ausweicht. Schafft er nicht. Drakodan verliert noch einmal Lebenspunkte. 15 und jetzt noch einmal 12. Dann ist der Drache fertig. Eolaus hat schon eine Iserun. Genau, ich würde nach vorn laufen, mal gucken, wie weit ich komme. Das ist eine Aktion. Jetzt Ignifax ist. Meter zwei. Bitte? Ignifax ist ins Gesicht, los, du weißt es. Ja, nee, ASP sagt nein. Nächste Aktion? Ich würde mich zwischen Drakodan und den Drachen stellen. Na, das ist ja sehr mutig. Willst du also die nächste Aktion ausgeben? Ja. Yep. Der sieht ziemlich schwer angeschlagen aus. Der ist ziemlich schwer angeschlagen. Dann tankst du jetzt. Aber hier. Ich wirke einen Armatrutz. Armatrutz, Schild und Schutz. Spontane Modifikation, feste Dauer, also von Aufrichtheit und feste Dauer und halbe Zauberdauer. Es gibt insgesamt plus 6 und dauert 2 Aktionen dann. Mhm, kannst du gleich würfeln. 9 ASP, beziehungsweise 9 ASP minus. Eine plus 6 Sekunden. Aber trotz ist gelungen. Wie viel ASP steckst du rein? 9 minus ZFP halbe, also 5. Wie viele Rüstungsschutz kriegst du dazu? 3. 3 natürlich noch. 3x3 sind 9. So, genau. Marius durch. Jalan. Ich bereue es gerade extrem, dass ich meinen Namen trotz schon ausgelöst habe. Tja. Ich habe den Drachenkampf angekündigt. Ich dachte, das war gerade der Drachenkampf. Das ist jetzt aber egal, denn ich mache einen flockigen Sturmangriff. Den Vieh in die Schnauze rein. Machen wir uns noch eine 4er Ansage zur Schadenserhöhung dazu. Ich glaube, das ist gut. Definitiv. Und dann gucken wir uns das an. Das ist nicht gelungen, interessanterweise. Das ist doch schön. Dann mache ich jetzt mit meinem Biss nochmal einen Angriff. Plus 8. So. Ich treffe nur auf die 16. Dann ist das nicht getroffen. Ja. Glück gehabt. Wie sieht das aus bei nicht geglückten Sturmangriffen? Verlierst du Initiative oder sowas? Glücklicherweise nicht. Gut. Dann ist Jala mit seinem Sturmangriff durch. Wo ist denn Ömer? Achso, der hat den Axel. Ja, okay, ich hab. Du bist gerade allen vorangezogen. Ich weiß nicht, wie Ömer will, aber ich habe noch eine Aktion auf dem Licht. Dann natürlich noch. Ich mache am Ende der Runde. Gut, Drakodan lässt Isarun tanken, das ist völlig okay. Er geht einmal hier rum.
und versucht dann den Hals zu treffen und versucht dann am Hals ein bisschen Schaden zu machen, während ihr ihm das abnimmt. Das ist ganz gut. Kann er mit seinem Waffenmeister zumindest einmal zuschlagen. Wuchtschlag plus 8 wieder. Das ist gelungen. Dann macht sein Stab 1W6 plus 8 plus den Kampfstab. Der Rüstungsschutz war 7. Und immer 37. Ja, eine Aktion Orientierung, eine Aktion Attacke Plus. Das heißt, nächste Runde kann ich dann schießen mit einer Aktion. Eine Attacke Plus, was meinst du damit? Attacke Plus bedeutet, dass der Schuss eine Aktion länger dauert noch zusätzlich. Ach so, okay, also. Dafür, dass ich Ansagen machen darf. Okay, gut. Ich habe mein Aktionchen noch. Du hast deine Aktionchen noch? Was für ein Aktionchen? Ja, ich habe 3 Aktionen. Ich habe nur 2 für den Stammangriff aufgewendet. Ich habe auch okay. Ja, okay. Entsprechend mache ich einen unerschwerten Angriff. Sind wir da? Ist auch nicht gelungen, aber mein Erschwernis ist abgebaut. Nächste Runde. Ich muss gerade mal gucken, wo steht denn, also ich sehe hier nicht, dass er seine Sachen nur einmal benutzen kann. Steht hier nicht. Der Drache kann jeder Runde... Das ist normalerweise bei Tieren so. Also das ist normalerweise bei allen Drachen immer so. Steht dabei, dass sie das immer nur, dass ich eine Kralle gegen ein Ziel, ein Biss gegen ein Ziel, Flügelschlag und Schwanzschlag gegen ein Ziel. Das heißt, der könnte sich ein bisschen reindrehen und dann kann der theoretisch mit allem markieren. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch eine Aktion offen von den 3. 2 habe ich benutzt. Ich könnte Jala noch kauen. Das klar. Andere, das andere war nur eine... Ich meine, wenn er aber jede Aktion, wenn er aber ohne Beschränkung jedes aufwenden kann, warum hat er dann die objektiv schlechteren Krallen überhaupt? Kann ich einfach nicht jede Klauen, Runde dran. Ich benutze einmal den Biss und einmal die Klauen. Und durch den Passierschlag, da konnte ich es mir eben aussuchen. Genau, Passierschlag ist außen vor, ja. Das heißt, den Biss habe ich eben gegen Torgosch benutzt, jetzt benutze ich nochmal die Klauen gegen dich. Das sind nur die 14. Ich dachte schon, ich krieg den Schwanz. Nee, das macht gerade keinen Sinn, dass ich dir den Schwanz gebe. Das ist ein Treffer, gib mir Schaden. 3 plus 6. Sind das automatische Angriffe zu mir werfen bei Drachen? Ja, das ist ein sehr großer Gegner. Kommt nicht durch, aber hier kommt die KK. Sehr große Gegner machen nicht immer automatisch Niederwerfen und ich bleibe stehen. Der Schwanzschlag ist auf alle Fälle ein Angriff zum Niederwerfen. Was hat er für eine Erschwernis? Hat er mehr als 4? Ob das ein KK-Problem ist? Beim Angriff zum Niederwerfen steht eine Zahl in Klammern dahinter. Steht da nicht. Steht da nicht. Okay, dann hat es keine Erschwernis und ich bleibe stehen. Weiter. Ja, gut, dann. Ömer hatte vorgezogen, Ömer hatte gehandelt, Drakodon hatte angegriffen. Nächste Kampfrunde, die 5.